Hallihallöchen, ihr freshen Spasten, und willkommen zu einem neuen Part von Let's Play Tomb Raider 3. Ich werde nie wieder sagen, ich werde nichts mehr rausschneiden aus einem Let's Play. Das werde ich bereuen. Das würde ich bereuen. Ich bereue es ja jetzt schon, dass ich das hier gesagt habe. Allerdings finde ich, ist das für dieses Spiel auch vielleicht ausnahmsweise mal angemessen. Und den Hass, den man als Spieler diesem Spiel nur entgegenbringen kann. Alter! Wieso? Wieso hat er mich gesehen? Drück den Schalter! Und nimm ein Medipack! Du brauchst es! Mann, letztes Mal war der nicht so fähig. Der hat dazugelernt. Er hat mir wohl scheinbar zugehört. Dass er mal wissen sollte, was er hier für Räumlichkeiten hat. Okay, gewusst hat er es scheinbar immer noch nicht. Aber er hat gewusst, dass Lara kommen würde. Warum hat er das gewusst? Ich verstehe es nicht. Naja, ist ja auch egal. Wir haben es überstanden. Das ist die Hauptsache. So, diesen Weg, den wir jetzt schon das gefühlte 4000. Mal gehen... gehen wir jetzt das gefühlte 4000. Mal. Ist das nicht schön? Sollte es eine Jubiläumsfeier für geben. Oh, Junge! Sprung sofort geschafft, ohne festhalten. Das spart Zeit. Tahu, das spart Zeit. Es geht aber nicht darum, Zeit zu sparen, sondern es geht darum, endlich mal wieder da zu sein, wo wir gestorben waren. Bei dem Hund. Diesmal werde ich besser aufpassen. Und ich weiß jetzt auch, warum man zurückgehen sollte. Da habe ich letztes Mal einen Fehler begangen. Ich habe einen Gegner gekillt. Und man sollte aber einen anderen Gegner killen. Und zwar kommen wir da gleich auch wieder vorbei. Was heißt gleich? Ein bisschen dauert es halt noch. Aber sei es drum. Es ist okay, wenn es so lange dauert. Nein, es ist natürlich nicht. Das ist doch optimal gerade gewesen. Ich musste gegen keine Strömung ankämpfen, so wie ich hereingesprungen bin. Muss ich mir merken. Na, eigentlich nicht. Eigentlich habe ich sie auf Band. Und eigentlich will ich nicht nochmal hier lang gehen müssen. Das hätte ich vielleicht vorher bedenken sollen. Können wir hier vielleicht einfach rüber gehen? Nee, wäre auch zu schön gewesen. Ich glaube, ihr erinnert euch auch noch an diesen Gang hier. Da sind wir ja schon mal ein paar Mal hier lang gegangen. Lang gesprungen, vielmehr. Und hier ist wieder die Memory Card. Die ich jetzt schon zum dritten Mal erwähne. Oder zum vierten, ich weiß es nicht genau. Hab nicht gezählt. Aber sei es drum. Warum gibt es überhaupt diesen langen Gang hier? Und warum ist hier irgendwie so ein Schalter versteckt? Wer zur Hölle käme auf die Idee, hier diesen unglaublichen und komplizierten Umweg zu gehen, um an diesen Schalter zu gelangen, wenn es doch sowieso einen Schalter gibt? Ist das hier ein Notfallschalter? Und wenn es ein Notfallschalter ist, wieso ist es dann so kompliziert und aufwendig, dahin zu kommen? Braucht man den überhaupt, diesen Schalter? Könnte man nicht einfach direkt auf der anderen Seite der Tür einen Schalter positionieren? Ich meine, okay, das ist ein Hochsicherheitstrakt. Hier müssen vielleicht Vorkehrungen getroffen werden dafür, für den Fall, dass Leute ausgebrochen sind, aber das ist doch wohl eher... Das ist keine Vorbereitung. Das ist einfach aufwendig für die Leute, die hier arbeiten. Das ist... Unnötig ist das. Und das ist auch der Grund, wieso Tomb Raider 3 für mich schon so langsam... Da ist es echt nicht mehr lustig. Es ist echt nicht mehr lustig. In Tomb Raider 2 ging's ja noch.
In Tomb Raider 1 logisch, dass da alles so komisch mit Fallen aufgebaut ist. Das sind wirklich noch Gräber gewesen. Aber das hier, das ist eine Station. Ein Hochsicherheitstrakt. Das ist eigentlich ein Gefängnis. Und da wollen die mir ernsthaft weismachen, dass das so aufgebaut ist. Hier kann doch kein Mensch drin leben, geschweige denn arbeiten. Achso, nee, vielleicht haben die Core-Design-Mitarbeiter ja wirklich so unter solchen Bedingungen wie hier gearbeitet und wollten, dass die Welt da mal so ein bisschen dran teilhat. Ist sowieso die beste Argumentation. Mir geht's scheiße, dann soll's den anderen auch scheiße gehen. Ich nehme mal an, das war die wirkliche Motivation der Core-Design-Mitarbeiter, als sie Tomb Raider 3 entwickelt haben. Sie wollten all ihren Frust mit der Welt teilen. Das wahrscheinlich ist doch auch der gleiche Grund, wieso ich dieses Spiel hier gerade Let's Player. Diesen Gegner hier müssen wir nachher killen. Davon bekommen wir, soweit ich weiß, den Granatenwerfer oder so. Dann die Schrotflinte müssten wir im nächsten Level bekommen. Müssten, eigentlich. Also genau kann ich das nicht sagen, aber ich habe mal so die Hoffnung. Ich habe zwar ein Lösungsbuch von Tomb Raider 3 da, das natürlich in Top-Zustand ist, so alt wie es ist, und überhaupt nicht oft gebraucht. Ich Idiot, renn da bloß nicht rein. Aber hey. Wir alle mögen doch Tomatensauce. Oder? Was auch immer. Wenn ihr Tomatensauce mögt, schreibt es in die Kommentare. Ich gehöre zu diesen Menschen, die nicht sinnvoll ihre Kommentarbox nutzen, sondern um irgendwelchen Scheiß da reinzubekommen. Doch einmal habe ich sie sinnvoll genutzt. Da habe ich euch gefragt, was ihr euch... Und zwar war das in Spyro 2. Da habe ich gefragt, was ihr euch wünschen würdet, wenn ihr 3 Wünsche frei hättet, wie in Aladdin. Von Disney. Und ihr könntet euch nicht wünschen, jemanden umzubringen, jemanden wieder ins Leben zu rufen oder dass sich jemand in euch verliebt. Also Tod und Liebe sind so No-Gos. Das schreibt ihr bitte nicht hier in die Kommentare, sondern unter Spyro 2 Part hast du nicht gesehen mit der schattigen Oase. Ich glaube, das steht im Titel. Ich glaube, Schluck und schattige Oase. Das habe ich in einen Part gequetscht. Das weiß ich auch noch so genau. Das ist ja auch gar nicht mal so lange her. Nein, wenn ihr hier was in den Kommentar schreiben wollt, dann schreibt bitte entweder irgendwas zu Laras Hintern. Das ist sowieso immer interessant. Oder eure Vermutungen zu Core Design, ob sie wirklich sich vielleicht dabei was gedacht haben, als sie dieses Gebäude hier so strukturiert haben. So menschlich. So, keine Ahnung. So sieht's in meiner Ferienwohnung auch aus. Ich hab nicht mal eine. Oder ihr schreibt einfach in die Kommentare, ob ihr Tomatensauce mögt. Das interessiert mich wirklich, glaube ich, sogar noch am dringendsten. Ey, Tahu, damit machst du voll Eiblali ab. Der hat dauernd die Frage, magst du Currywurst? Nein, Bratwurst. Ja, genau, magst du Currywurst? Nein, das war nicht seine Frage. Egal, du machst den voll nach, weil du fragst deine Zuschauer, ob sie irgendwas zu essen mögen. Ja, bei Eiblali ist es jedoch so, dass die Zuschauer ihn gefragt haben. Ich frage euch als Zuschauer. Obwohl es mich nicht interessiert. Mögt ihr Tomatensauce? Darüber muss ich jetzt erstmal philosophieren. Hier waren die bösen Laser. Die sind auch so hoch, dass man nicht so mal eben einfach rüberspringen kann. Aber man kann hier seitlich lang.
Und dann passiert uns auch nichts. Dann feuern die Selbstschussanlagen über der Tür auch nicht. Und wir kommen hier unbehelligt lang. Unbehelligt ist hier ziemlich passend. Denn das, wovor wir uns wirklich fürchten, sind Predigten von irgendwelchen MP-Mitarbeitern. Das ist ja gar kein Gefängnis, das ist ein Supermarkt. MP. Mickrige Preise. So heißt der Laden. Hat ein bisschen von NP natürlich geklaut. Leute, muss das denn wirklich sein? Dieser Hund, der ist gefährlich. Ihr wisst, wie viel Schaden der macht. Ihr habt es gesehen. Da wollt ihr mir denn noch nicht ernsthaft wieder so dicht auf den Hals hetzen. Und dann ist er auch noch so schnell. Jetzt nimm den Rucksack in deinen Rucksack. Auf deinem Rücken. In dein schwarzes Loch, das du da in deinem Rücken... an deinem Rücken mit dir rumschleppst. Weil unbegrenztes Inventar, ne? Nicht, dass ihr das hier nicht versteht. So gesagt. So gesagt. So gesagt. Was wollte ich jetzt so sagen? Weiß ich gar nicht mehr. Ach ja, ich bin eigentlich ganz froh, dass das Inventar nicht begrenzt ist. Das ist etwas, was mich meistens nämlich eher stört. Da muss ich auch verarscht vorkommen. Der war hier ja auch eingesperrt, ne? Der wusste nicht mehr raus. Der dachte sich jetzt, oh, endlich geht die Tür auf und ich werde aus meinem Gefängnis, ist hier doch ein Gefängnis, ne? Entlassen. Und dann kommt so eine Frau rein. Er denkt, das ist das Begrüßungskomitee und dann zieht sie ihre Pistolen und schießt ihn ab. Doch nicht so freundlich, wie er sich gedacht hatte. Ja, die größte Gefahr ist schon mal weg. Der Hund. Ihr wisst, dass er die größte Gefahr war. Er hat nichts verloren. Schade. Wieso ist das Tor denn jetzt wieder zu? Moment. Wieso ist das Tor denn jetzt wieder zu? War dieser Schalter echt nur da, um Gegner raufzubeschwören? Dann war das nämlich ein bisschen doof, den zu betätigen. Ich dachte, wir haben damit auch irgendwas anderes erreicht. Aber wir können es nicht nochmal machen. Also den Schalter betätigen. Der war echt nur da, um Gegner zu holen. Weil jetzt ist das Tor, wo die herkam, wieder zu. Oder das ist ein Bug. Aua. Das hätte mir jetzt eigentlich das Genick brechen müssen. Oder zumindest Lara. Aber das Tor ist wieder zu? Hatten wir da jetzt was von? Eigentlich nicht, ne? Das ist ein bisschen fies. Aber sei es drum. Wir gehen wieder zurück, weil ich wollte, wie gesagt, noch den Granatenwerfer holen. Das hätte ich eigentlich schon... Eigentlich hätte ich das schon vor lange machen können. Aber dann hätte es ja wieder sein können, dass ich an der Stelle wieder sterbe und alles wieder von vorne machen muss. Es sei denn, ich hätte mir wieder dran mal wieder daran gedacht zu speichern, weil ich das ja so oft tue. Deswegen musste ich überhaupt nicht schon oft was nachspielen. Und ihr musstet euch das überhaupt nicht angucken. Müsst ihr ja nicht. Aber ich weigere mich, euch kundzutun. Aus Faulheit weigere ich mich euch... Aua, ich bin in den Laser gefallen. Hat gar nicht wehgetan. Dann ist gut. Ich weigere mich, kundzutun, in welchen Parts ich vorankomme und in welchen nicht. Weil das wäre unnötige Extraarbeit. Und dann wäre das Let's Play hier nicht guckenswert, wenn man die Hälfte überspringen würde. Okay, vielleicht wäre es das doch, aber... Egal. Hoch hier.
Und hier auch wieder.